Für einige Studierende ist das Thema total einfach. Für andere wiederum ist es die Riesenhürde, um das Studium überhaupt zu bewältigen oder vielleicht auch später im Berufsleben eine bestimmte Position zu übernehmen. Ich spreche vom Thema Präsentieren. Wenn wir präsentieren wollen, dann gibt es viele Ängste, die im Zusammenhang dessen hervorkommen können. Und deswegen freue ich mich riesig auf unsere heutige Expertin, das Wissenshäppchen Carina Frey, die als Expertin fürs Lösen mentaler Blockaden bekannt ist und das ganze Wissen nicht nur sich angelesen hat, sondern seit über 10 Jahren in dem Bereich tätig ist. Sie coacht Schüler, Studierenden und auch Menschen im Businessleben, wenn es um das Thema Lampenfieber, Prüfungsangst und darum geht, wie man sich präsentieren kann. Und woher hat sie das Wissen? Unter anderem aus ihrer Expertise als Schauspielerin und Speakerin und hat deswegen auch für unser heutiges Wissenshäppchen ganz, ganz viele praktische Tipps mitgebracht, die sie zum Beispiel aus dem Bereich der Theaterpädagogik integriert hat. Oder es geht auch unter anderem darum, wie kann man Lernblockaden auflösen, wie schaffen Menschen es am besten, Prüfungs- oder Redeangst zu bewältigen. Und deswegen ist es eins ihrer Anliegen, wirklich auch uns und den Studierenden zu helfen, sich bestmöglichst zu präsentieren. Und das nicht nur im Rahmen des Studiums, sondern später auch natürlich im Berufsleben. Ich freue mich und gebe jetzt den Raum frei für Carina Frey mit ihrem Wissenshäppchen rund um das Thema Präsentation. Wissen Sie, was laut einer Umfrage die drei größten Ängste einer durchschnittlichen Person sind? Platz Nummer 3, Geldmangel. Platz Nummer 2, die Angst vor großen Höhen. Und Platz Nummer 1, die unangefochtene Spitze, die Angst vor anderen Menschen sprechen zu müssen. Ich bin ausgebildete Schauspielerin und Sprecherin. Ich stehe mittlerweile seit über 15 Jahren auf der Bühne oder vor der Kamera. Wenn Sie jetzt aber glauben, dass ich dadurch kein Lampenfieber mehr habe, dann haben Sie sich gewaltig getäuscht. Ich bin Carina Frey und für mich gab es in meiner Schulzeit nichts Schlimmeres, als an der Tafel stehen zu müssen und ein Referat oder eine Präsentation halten zu müssen. Ja, die Angst ist mittlerweile der Freude gewichen. Das Lampenfieber, das ist aber immer noch da. Und genau deshalb gebe ich Kurse und Workshops und zeige hier den Teilnehmern, wie sie es schaffen, ihr Lampenfieber und die Angst vor Blackouts in den Griff zu bekommen. Und zwar, dass sie es schaffen können, sowohl sich selbst als auch ihre Inhalte bestmöglich präsentieren zu können. Und ja, wie mache ich das? Also als Schauspielerin und Theaterpädagogin lernt man natürlich sehr viele Tipps und Tricks, um eben Lampenfieber und Blackouts entgegenzuwirken, beziehungsweise mit diesen Problematiken umgehen zu können. Und einige dieser Übungen, die habe ich Ihnen heute mitgebracht und werde sie Ihnen vorstellen. Ja, als erstes müssen wir klären, warum ist es denn für viele so schwer, vor anderen zu sprechen? Sie als Studenten wissen, dass Sie früher oder später in eine Prüfungssituation oder in eine Stresssituation kommen werden, wo Sie eben vor den anderen stehen und präsentieren müssen. Im Studentenleben kommt das immer mal wieder vor und später im Berufsleben dann auch, wahrscheinlich sogar noch öfter. Es fängt mit den Vorstellungsgesprächen an und geht über Meetings oder der Präsentation ihrer neu ausgearbeiteten Inhalte. Und solche Situationen können natürlich Angst machen. Und schon der Gedanke daran löst bei vielen einfach Schweißausbrüche aus oder schlaflose Nächte. Jetzt ein bisschen Nervosität und Lampenfieber, das ist völlig normal. Die gehören dazu.
Bei manchen geht es aber über das normale Maß hinaus und kann sogar Panikattacken auslösen. Und da müssen wir natürlich entgegensteuern, denn wenn das passiert, dann sind sie einfach nicht mehr in der Lage, ihr vollständiges Potenzial abrufen zu können. Das hat natürlich dann negative Auswirkungen, wie man sie wahrnimmt, jetzt als Student auf ihre Klausuren und später im Berufsleben dann natürlich auf ihre Jobposition. Also warum ist es für viele so schwer, vor anderen zu sprechen? Man kann sagen, die Antwort ist genauso simpel, wie sie kompliziert ist. Es liegt nämlich an Angst. Und im Prinzip haben wir es mit zwei Ängsten zu tun, nämlich die Angst, etwas Falsches zu sagen und die Angst, sich zu blamieren. Diese zwei Ängste gehen Hand in Hand, ja? Also sagen wir etwas Falsches oder verhaspeln wir uns, besteht natürlich die Möglichkeit, uns zu blamieren. Und durch die Angst, uns zu blamieren, sind wir in unserem Denken und im Handeln blockiert. Das steigert wiederum das Potenzial, dass wir uns verhaspeln. Also es ist ein richtiger Teufelskreis, wenn man so will. Ja, mit der Aufregung kommen auch einfach die schlimmsten Gedanken in den Sinn. Ich werde mich blamieren, ich bekomme eine schlechte Zensur, ich bekomme eine schlechte Punktezahl. Und je größer die Angst wird, desto schlimmer werden auch genau diese irrationalen Befürchtungen. Wenn Sie jetzt zusätzlich noch sensibel sind oder schüchtern oder vielleicht sogar an einem Sprachfehler leiden, dann sind Ihre Ängste wahrscheinlich noch stärker, als sie es ohnehin schon wären. Denn solche Punkte wirken als negative Verstärker. Und negative Verstärker beeinflussen die Angstspirale unweigerlich. Das möchte ich Ihnen jetzt hier bei der ersten Folie näher bringen. Nicht alle negativen Verstärker sind für sich allein genommen negativ. Ja, also es ist weder schlimm, einen Sprachfehler zu haben, noch ist es von Nachteil, schüchtern zu sein. Aber Sie können die Angst im Zusammenhang mit einer Blockade natürlich verstärken. Wenn Sie also eher schüchtern sind, dann wird es Ihnen schwerer fallen, am Rednerpult zu stehen und vor anderen sprechen zu müssen. Und dasselbe gilt für Menschen, die einen starken Sprachfehler haben. Also viele von Ihnen haben Angst, ausgelacht zu werden und sind deshalb dann lieber still. Kurz genommen kann man sagen, je mehr negative Verstärker, desto größer ist die Angst. Und hier bei der nächsten Folie sehen Sie die Angstspirale und die verdeutlicht Ihnen, in was für einem hinderlichen Kreislauf Sie sich befinden. Ihre negative Einstellung wird durch negative Zusatzfaktoren verstärkt und wenn Ihr Mindset zusätzlich nicht gut trainiert ist, werden Sie zwangsläufig eine schlechte Erfahrung machen, höchstwahrscheinlich in Form eines negativen Feedbacks. Und dadurch verstärkt sich Ihre negative Einstellung für die nächste Vortragssituation und alles wird noch schlimmer. Es muss Ihnen gelingen, die Angst zu reduzieren und dadurch die Ausschüttung der Stresshormone zu drosseln, um selbstsicher und mit freiem Kopf agieren zu können. Ja, also zu Beginn möchte ich Ihnen sagen, Lampenfieber ist etwas ganz Normales. Das hat jeder von uns und eine gewisse Grundnervosität vor einem Vortrag oder einer Präsentation hat sogar einen gewissen Vorteil, denn dadurch sind wir fokussierter. Lampenfieber ist ein ganz normaler Prozess, der aus einem psychobiologischen Programm resultiert. In lebensbedrohlichen Situationen werden im Körper verstärkt Stresshormone ausgeschüttet. Stress ist eine gesunde Alarmreaktion des Körpers, also eine im Kopf fest verankerte, ein fest verankerter Urinstinkt, der signalisiert, dass der Körper durch innere oder äußere Umstände gerade schnell reagieren muss, weil Gefahr droht. Und binnen weniger Sekunden werden dann die Stresshormone Adrenalin, Insulin, Cortisol und Noradrenalin ausgeschüttet und der Puls steigt, die Muskulatur spannt sich an, die Atmung wird schneller und flacher gleichzeitig, unser Herz-Kreislauf-System läuft auf Hochtouren und wir wechseln automatisch in den Kampf- oder Fluchtmodus, der ja ursprünglich unser Überleben sichern sollte. Auch am Rednerpult oder vorne an der Tafel nehmen Sie eine gewisse Bedrohung wahr.
Und deshalb reagiert Ihr Körper dann in einer Stresssituation, wie er es eben tut. Warum reagiert der Körper so? Was ist tatsächlich so schlimm daran, an der Tafel zu stehen? Wir Menschen sind Rudeltiere. Das heißt, wir fühlen uns in einer Gemeinschaft, in unserer Gemeinschaft einfach geschützter und wohler. Als wir noch Höhlenmenschen waren, Jäger und Sammler, da war es für unser Überleben tatsächlich entscheidend, den Schutz der Gruppe zu genießen. Ohne diesen Schutz, ohne den Background unserer Gruppe, waren wir eigentlich dem sicheren Tod ausgeliefert. Und die Angst, von unserem Rudel getrennt zu werden, die ist bis heute immer noch ganz stark in unserer DNS verankert. Und das spüren Sie heute noch. Also stehen Sie jetzt auf der Bühne, am Rednerpult, also vorne an der Tafel, dann sind Sie separiert von Ihrer Gruppe. Dieses natürliche Schutzgefühl fällt weg. Sie werden von der Gruppe getrennt, stehen ganz alleine vor den anderen. Alle starren Sie an. Manche warten vielleicht sogar nur darauf, dass Sie scheitern. Das erzeugt natürlich Unwohlsein und unser Instinkt wechselt dann automatisch in den bereits genannten Kampf- oder Fluchtmodus. Das heißt, er will einfach nur noch weg. So schnell wie es geht raus aus dieser unangenehmen Situation. Und Ihr Körper schüttet nun Stresshormone aus. Und schon geht's los, die Angst kommt. Dadurch werden Sie natürlich noch nervöser, schütten noch mehr Stresshormone aus und die Teufelsspirale beginnt sich zu drehen. Das Ziel muss also sein, diese Stresshormone runterzufahren, ja, beziehungsweise sie erst gar nicht entstehen zu lassen. Das wäre natürlich das Nonplusultra. Lassen Sie uns jetzt zu Beginn über die beliebtesten und häufigsten Fehler sprechen, wenn es darum geht, auf die Bühne zu gehen. Warum? Weil dieses Wissen um die Standardfehler hilft, diese natürlich zu erkennen und abzustellen. Welche Fehler sind das? Der erste Fehler ist mangelnde Vorbereitung. Also wenn Sie der Meinung sind, Vorbereitung brauchen Sie nicht, denn Sie kennen sich mit dem Thema ja aus und werden trotz der Nervosität schon die richtigen Worte finden. Also wenn Sie so denken, dann machen Sie einen der schlimmsten Fehler. Denn auf die Bühne gehen bedeutet Vorbereitung. Und wenn ich jetzt von Bühne spreche, möchte ich nochmal wiederholen, dann meine ich sowohl die Prüfungssituation an der Universität als auch später Situationen im Beruf, wie zum Beispiel Vorstellungsgespräche, Kundenpräsentationen und so weiter. Wenn Sie einen Vortrag halten müssen, sollten Sie immer viel Zeit in die Vorbereitung und Übung stecken, vor allem, wenn Sie bisher nicht so viel Präsenz oder Redeerfahrung haben. Mit einer guten Vorbereitung ist nicht nur die Rede selbst gemeint, sondern eben auch das Setting, die Stimme und Ihre mentale Einstellung. Dazu kommen wir später noch ausführlich. Ja, Fehler Nummer 2, eine falsche Atemtechnik. Eine falsche Atemtechnik führt zu gesteigerter Nervosität, einer nicht tragfähigen Stimme und beeinflusst Ihr gesamtes Auftreten. Ist Ihre Stimme nicht trainiert, führt das zu Kratzen im Hals. Außerdem spricht man mit ungeübter Stimme meist zu leise oder zu laut. Und es ist schwierig, über einen langen Zeitraum mit gleichbleibender Stimmqualität zu sprechen. Ebenso verhält es sich mit der Körperhaltung. Auch hier beeinflusst eine schlechte Körperhaltung Ihren Vortrag und Ihr Stresslevel. Ja, der nächste Punkt, eine negative Einstellung. Ob Sie Ihre Prüfungsängste oder Lernblockaden überwinden, steht und fällt mit Ihrer Einstellung. Selbst wenn Sie alle anderen Punkte akribisch abarbeiten, werden Sie scheitern, wenn Ihr Mindset nicht auf Erfolg gepolt ist. Die innere Einstellung lenkt Ihr Denken, Ihr Fühlen und Ihr Handeln. Und durch negative Glaubenssätze bilden sich mentale Blockaden, die Sie unbewusst sabotieren. Erst wenn Sie diese Blockaden gelöst haben und Ihr Mindset neu programmieren, dann ist nachhaltiger Erfolg möglich. Ansonsten bleibt Persönlichkeitsentwicklung auf einem Mindestmaß und kratzt lediglich an der Oberfläche. Ich fasse noch einmal kurz zusammen.
Um Ihre Blockaden und Ängste zu überwinden, brauchen Sie eine umfangreiche Vorbereitung, die richtige Atemtechnik und eine trainierte Stimme, eine unterstützende Körperhaltung natürlich, diese drei Punkte gehören zusammen, und ein positives Mindset. Bevor ich auf diese Punkte einzeln eingehe, müssen Sie sich eines verdeutlichen. Die Situation, in der Sie zu Lernblockaden, Stress, Lampenfieber oder Prüfungsangst neigen, ist halb so wild. Ich weiß, die Situation beim Präsentieren, das ist sicher keine angenehme für Sie, aber sie ist dennoch halb so wild. Und das müssen Sie sich tatsächlich bewusst machen. Wir neigen oft dazu, uns klein zu machen und im Gegenzug das Drumherum riesig aufzubauschen. Wir suggerieren uns selbst eine verzerrte Sicht der Dinge. Ja, wir sind geblendet vom Scheinwerferlicht, überwältigt vom riesigen Hörsaal oder vom schicken Konferenzraum und wir sind überfordert vom Rednerpult. Die Zuhörer machen uns Angst und wir sehen Anzugträger mit strengem Blick, die gottgleich mit Daumen hoch oder Daumen runter über unsere weitere Karriere entscheiden. Und wir vergessen dabei, dass das eigentlich alles nur Menschen sind. Ja, wir sind alle nur Menschen. Und auch wenn solche Situationen uns Angst machen, weil sie uns so übermächtig groß erscheinen, so sind sie nüchtern und objektiv betrachtet halb so wild. Werden Sie sich dessen bewusst? Wiederholen Sie das in Ihren Gedanken immer und immer wieder, denn so signalisieren Sie Ihrem Körper auch alles halb so wild. Und er wird die Ausschüttung von Stresshormonen reduzieren und drosseln. Man nennt diese Technik Autosuggestion. Autosuggestion, griechisch-lateinisch, heißt Selbstbeeinflussung. Und das ist der Prozess, durch den eine Person wissentlich ihr Unterbewusstsein trainieren kann, an etwas Bestimmtes zu glauben. Dies wird dann erreicht durch Selbsthypnose oder durch wiederholte Selbstaffirmationen. Also sie beeinflussen quasi ihre eigene Psyche. Der Erfolg der Autosuggestion wird umso wahrscheinlicher, je öfter und je regelmäßiger sie angewendet wird. Und durch die ständige Wiederholung wird der Gedanke zum festen Bestandteil ihres unterbewussten Denkprozesses werden. Ein weiterer Ratschlag ist, den ich Ihnen mitgeben möchte, lernen Sie, sich groß zu machen. Lernen Sie, groß zu denken. Verlassen Sie Ihre Komfortzone. Wir Menschen halten uns sehr gerne in unserer sicheren Komfortzone auf. Aber nur, wenn Sie diese Komfortzone verlassen, kontinuierlich, immer und immer wieder, dann können Sie wachsen. Und es ist egal, ob Sie scheitern oder sich auch mal blamieren beim Verlassen Ihrer Komfortzone. Sammeln Sie Erfahrung, wachsen Sie, erweitern Sie kontinuierlich Ihre Komfortzone. Ja, dann möchte ich jetzt auf die einzelnen Punkte näher eingehen. Und da ist der erste Punkt eine gute Vorbereitung. Eine gute Vorbereitung ist das A und O für einen sicheren, stressfreien Auftritt. Je besser Sie vorbereitet sind, desto entspannter können Sie an die Sache rangehen. Das ist eigentlich auch logisch, denn wenn Sie schlecht vorbereitet sind, dann wissen Sie im Vorfeld ja schon, ich habe einen Grund, nervös zu sein, denn ich habe mich nicht vorbereitet. Ja? Also Ihnen ist ja bereits diese Unsicherheit vorhanden, denn Sie wissen, Sie haben zu wenig getan. Zu einer guten Vorbereitung gehört jetzt nicht nur, seine Inhalte zu kennen, sondern eine gute Vorbereitung beinhaltet natürlich auch eine andere Vorbereitung. Wissen Sie, was Sie erwartet? Wie sieht der Raum aus? Stehe ich an einem Rednerpult? Werde ich ein Mikrofon haben? Wird das ein Handmikrofon haben oder ein Headset? Wie viele Teilnehmer werden mir zuhören? Was für Teilnehmer sind das? Also kenne ich das Publikum? Spreche ich vor meinen Kommilitonen? Spreche ich vor den Professoren? Das sind alles Dinge, die zu einer guten Vorbereitung dazugehören. Das heißt,
Überprüfen Sie Technik, wenn welche vorhanden ist. Überprüfen Sie das Mikrofon, den Laptop oder Ihre Präsentationsfolien, wenn Sie welche mit einbinden. Erstellen Sie eine persönliche Checkliste, die Sie im Vorfeld abarbeiten. Und Sie werden sehen, so eine abgehakte Liste wird Ihnen ein Gefühl der Sicherheit geben. Also eine wirklich umfangreiche Vorbereitung in allen Bereichen, das ist schon mal ein sehr guter Start, um eben stressfrei agieren zu können. Der zweite Punkt ist die richtige Atemtechnik, eine gute Stimmpräsenz und die passende Körperhaltung dazu. Das sind Punkte, auf die sehr viele Menschen keinen Wert legen oder als nicht wichtig erachten. Ich als Schauspielerin erlebe das natürlich beruflich bedingt jeden Tag, wie wichtig das ist und sehe das auch an ganz vielen Rednern oder Menschen, die viel sprechen müssen, an vielen Rednern, ob sie eine trainierte Stimme haben oder nicht. Was viele nicht wissen, ist, dass die Atmung ein ganz entscheidender Punkt ist, um Lampenfieber zu vermeiden. Die richtige Atemtechnik führt zu einer besseren Stimmpräsenz und reduziert unseren Stress. Wenn wir aufgeregt sind, dann haben Menschen oft das Gefühl, dass sie keine Luft bekommen. Ja, es schnürt ihnen buchstäblich die Kehle zu. Wir holen dann immer noch mehr Luft und noch mehr Luft und noch mehr Luft. Und dadurch fängt unser Herz an, schneller zu schlagen. Die Stresshormone werden ausgeschüttet. Wir sprechen immer schneller, gehetzter. Die Stimmlage wandert nach oben. Und es wird eigentlich immer schlimmer. Dagegen gibt es einen ganz einfachen Trick, nämlich ausatmen. Ich möchte Sie einladen, eine Übung mit mir zu machen, um zu verdeutlichen, dass auch wenn Sie ausgeatmet haben, immer noch einen Rest Luft in Ihrer Lunge vorhanden haben, mit dem Sie ganz normal weitersprechen können. Wir werden jetzt folgende Übung gemeinsam machen. Und zwar sagen wir jetzt gleich den Satz: In meiner Lunge ist immer noch ein Rest Luft vorhanden. Und diesen Satz sprechen wir, nachdem wir ausgeatmet haben. Also nicht nochmal einatmen, sondern wir atmen aus und sagen dann den Satz: In meiner Lunge ist immer noch ein Rest Luft vorhanden. Wir machen das bitte gemeinsam. Ausatmen. In meiner Lunge ist immer noch ein Rest Luft vorhanden. Haben Sie das gemerkt? Also obwohl Sie ausgeatmet haben, können Sie trotzdem noch mindestens einen Satz sprechen. Also, mein großer Tipp, bevor ich anfange zu sprechen, atmen Sie bewusst aus. Um das Lungenvolumen und die Stimme zu schulen, gibt es ja wirklich zahlreiche Übungen. Diese hier jetzt einzubauen oder zu erklären, die würde viel zu sehr ins Detail gehen. Diese Übungen haben aber alle eines gemeinsam. Und zwar bei der richtigen Sprechtechnik geht der Impuls immer vom Zwerchfell aus. Also Ziel ist es, durch Atem- und Bewegungsschulung in Verbindung mit der Stimme den physischen Gesamtzustand zu verbessern, ihren Tonus zu harmonisieren und die Körpermitte als Sitz des Zwerchfells und Kraftzentrums zu etablieren. Dadurch reduzieren wir Stress- und Angstsymptome und verringern die Ausschüttung von Stresshormonen. Die Atmung ist die Grundlage für eine kraftvolle Stimme. Doch auch hier können Sie mit einigen Tipps jede Menge rausholen, um Ihren Auftritt noch zu perfektionieren. Versuchen Sie bei einer Präsentation kraftvoll zu sprechen, aus dem Bauch heraus, aus der Körpermitte. Also vermeiden Sie die Brustatmung, sondern legen Sie wirklich die Hand auf den Bauch und atmen Sie in den Bauch hinein. Üben Sie das. Auch in der letzten Reihe soll man Sie noch gut verstehen können. Uns Schauspielern wird immer beigebracht, für die letzte Reihe zu spielen, nicht für die erste. Für die letzte Reihe. Es gibt wirklich nichts Schlimmeres als einen Redner, der mit leiser, piepsiger Stimme, wahrscheinlich noch mit den Augen am Text klebend vorne steht, von dem man stimmlich nichts mitbekommt, dem wird man nicht zuhören. Ja?
auch wenn da ein sehr kompetenter Mensch steht, der sehr viel Wissen vermittelt, wenn sie ihr Wissen so vermitteln, dann wird ihnen niemand zuhören. Also bitte laut sprechen. Außerdem sprechen sie nicht zu schnell, nicht zu gehetzt. Dadurch kann sie natürlich erstens der Zuhörer besser verstehen und dadurch geben sie aber auch sich selbst die Möglichkeit, ruhig zu bleiben und in Ruhe zu atmen. Bei der richtigen Sprechtechnik geht der Impuls immer vom Bauch bzw. Zwerchfell aus. Das heißt, die Kraft kommt aus dem Bauch, nicht aus dem Hals. Setzen Sie beim Sprechen Ihre Bauchmuskeln ein. Nehmen Sie die Kraft nicht aus dem Hals. Wenn die Kraft aus Ihrem Hals kommt, werden Sie ziemlich schnell heiser werden und vielleicht sogar anfangen zu husten. Kommt die Kraft aber aus dem Bauch, können Sie sehr lange und sehr laut über einen gewissen Zeitraum sprechen. Wichtig hierfür ist natürlich auch eine entsprechende Körperhaltung. Das heißt, stehen Sie aufrecht, nicht zusammengesunken, denn nur so kann sich die Lunge auch vollständig entfalten und gleichzeitig strahlen Sie so natürlich auch eine gewisse Souveränität, Selbstsicherheit aus. Ja, ich fasse noch einmal kurz zusammen. Die Körpermitte wird gestärkt, dadurch wird die Kraft des Zwerchfells gesteigert. Das Lungenvolumen wird vergrößert und es kann dadurch mehr Luft eingeatmet werden. Stress und Angstsymptome werden reduziert und die Folgen sind natürlich eine größere Gelassenheit, innere Ruhe und eine geringere nervliche Belastung. Um Stress noch weiter zu reduzieren, ist Sport oder generell körperliche Betätigung eigentlich der Erfolgsfaktor schlechthin. Wieso ist das so? Also der Körper ist bei Stress in Alarmbereitschaft und bereit, alles zu geben. Also wir müssen jetzt noch einmal auf den Kampf- und Fluchtmodus zurückkommen. In der heutigen Zeit kommt es natürlich selten vor, uns in einen schweißtreibenden Kampf zu werfen oder die Beine in die Hand zu nehmen und die Flucht zu ergreifen. Ja? In der Regel ist es tatsächlich so, dass wir die Anspannung und diese geballte Energie, die in einer Stresssituation aufkommt, also diese ausgeschütteten Stresshormone, nicht durch Bewegung abbauen, ja? Sondern uns dazu verdammen, in Verharrung stecken zu bleiben. Ja, wir bewegen uns viel zu wenig. Also gerade in der Zeit vor einem Auftritt ist das ganz typisch oder vor einer Prüfungssituation. Wir sitzen da und warten, bis wir an der Reihe sind. Das heißt, im Prinzip verhalten wir uns völlig konträr zu dem, was unser Körper in so einer Situation eigentlich machen möchte. Und daraus resultiert wieder unser altbekanntes Problem. Die Anspannung und die bereitgestellte Energie können nicht adäquat abgebaut werden, die können nicht entladen werden und die Produktion von Stresshormonen nimmt also noch weiter zu. Produziert der Körper jetzt weiter ununterbrochen Stresshormone und kann diese aufgebaute innere Spannung nicht durch Bewegung abbauen, gerät der Körper zwangsläufig in einen dauerhaften Alarmzustand. Erst durch Bewegung und Anstrengung quasi werden vermehrt die Hormone Endorphin und Serotonin produziert. Und die sorgen dafür, dass Stresshormone neutralisiert werden. Also Studien belegen, wissen Sie wahrscheinlich, dass Sportarten mit einer mäßigen Belastung zwischen 30 und 60 Minuten diese stimmungsaufhellenden Botenstoffe besonders freisetzen und Endorphine machen glücklich und erheben die Stimmung. Das ist ja kein Geheimnis. Also das Resultat ist also eine gewisse Stressresistenz, die uns hilft, mit erneuten Stressmomenten schlussendlich gelassener umgehen zu lassen. Bewegung in einer Stresssituation, also auch in Form von leichten Lockerungsübungen wie Auf- und Abhüpfen, Arme und Beine ausklopfen, ja, das regt bereits die Blut- und Sauerstoffversorgung des Gehirns an. Ihr Kopf wird freier und somit können Sie natürlich wieder besser nachdenken und sich besser konzentrieren.
Ja, Stress kann jetzt nicht nur durch sportliche Aktivität reduziert werden, sondern auch durch bestimmte Entspannungsmethoden. Entspannungsverfahren wie die progressive Muskelentspannung, Meditation oder Akupressur haben mehrere Effekte. Zum einen muskulär, also sie wirken muskulär durch das Vermindern von Spannung. Sie wirken kognitiv, das heißt das Wahrnehmen, Denken, Erkennen betreffend, durch eine Erhöhung der Konzentration. Und sie wirken mental, das heißt den Verstand betreffend, durch Bewirkung einer Haltung des Geschehenlassens. Ja, als Beispiel gehe ich jetzt kurz auf die progressive Muskelentspannung ein, denn sie ist eine Entspannungstechnik, die gleichzeitig mit der Muskulatur arbeitet. Die progressive Muskelentspannung oder kurz PME, das ist eine leicht zu erlernende Entspannungstechnik und sie gehört zu den sogenannten aktiven Entspannungsmethoden. Im Prinzip geht es dabei um den Zusammenhang zwischen Muskelanspannung und seelischer Befindlichkeit. Es werden einzelne Muskelgruppen von Kopf bis Fuß angespannt und wieder locker gelassen. Und dabei kommt es nach und nach zu einer inneren Ruhe. Der Leitgedanke dabei ist, ein entspannter Körper führt zu einem entspannten Geist. Also die Konzentration bei der progressiven Muskelentspannung wird immer auf die Wechselwirkung zwischen Anspannung und Entspannung gelegt. Dadurch verbessert sich auf der einen Seite ihre körperliche Wahrnehmung und sie erreichen so eine Senkung der Muskelspannung bis unter das normale Niveau. Also das ist schon eine ganze Menge. Ja, also wie gesagt, die progressive Muskelentspannung ist wirklich leicht zu erlernen, aber auch das, darauf jetzt näher einzugehen, würde jetzt heute hier den Rahmen sprengen. Deswegen möchte ich jetzt weitermachen mit dem wichtigsten Mittel im Kampf gegen Angst und Lampenfieber. Und da habe ich ja eingangs schon Ihre innere Einstellung erwähnt. Denn genau hier in Ihrem Kopf, in Ihrer Gedankenwelt entsteht die Angst. Ja? Kommt nicht von außen, die Angst entsteht hier. Und genau hier drin ist auch die Lösung für Angst verborgen. Haben Sie denn schon mal was vom Gesetz der Anziehung gehört? Also dieses Gesetz besagt, dass Gleiches Gleiches anzieht. Also dass bestimmte Gefühle und Gedanken das Gleiche in der Realität anziehen. Also Sie fühlen sich zum Beispiel vor einem Auftritt unsicher, nervös, sie strahlen diese innere Haltung nach außen aus und konzentrieren ihre Gedanken auf den Glaubenssatz, dass sie unsicher sind und sich in einer Prüfungssituation unwohl fühlen. Ja, somit werden sie natürlich auch nur diese Gefühle wahrnehmen. Und ich möchte kurz Marcus Aurelius zitieren, denn der hat schon gesagt, das Glück deines Lebens hängt von der Beschaffenheit deiner Gedanken ab. Und kennen Sie das, dass Sie auch manchmal so eine Stimme im Kopf haben, die Ihnen vielleicht sagt, was Sie alles nicht können, dass Sie scheitern werden oder ähnliches? Diese Stimme blockiert Sie, denn Sie denken, wie kann ich etwas erreichen, was ich mir vorgenommen habe, wenn nicht einmal ich selbst daran glaube? Diese negativen Sätze, die gilt es umzuwandeln. Ein ganz einfaches Beispiel. Ihr negativer Gedanke lautet, ich werde versagen. Das heißt, jetzt müssen wir diesen Satz in etwas, in einen positiven verwandeln. Zum Beispiel, ich werde erfolgreich sein. Also wichtig dabei ist, dass Sie eine positive Formulierung wählen. Sie hätten ja auch sagen können, ich werde nicht scheitern. Jetzt wiederholen Sie diese beiden Sätze mal für sich. Ich werde nicht scheitern. Ich werde erfolgreich sein. Spüren Sie den Unterschied? Im ersten Satz haben wir gleich zwei negative Wörter enthalten, nämlich nicht und scheitern. Und das bleibt dann genauso in Ihrem Unterbewusstsein hängen. Das ist also genau das, was wir nicht haben möchten. Ja, wir möchten unsere Gedanken ja positiv einstellen. Also, ich werde erfolgreich sein. Diese
also wenn Sie jetzt merken, dass sich negative Gedanken einschleichen, dann halten Sie mit Ihren positiven Glaubenssätzen dagegen. Sie können sich für jeden negativen Glaubenssatz einen positiven Glaubenssatz zurechtlegen. Und wenn Sie merken, aha, negativer Glaubenssatz A kommt jetzt, dann halte ich mit meinem positiven Glaubenssatz A dagegen. So verhindern Sie nämlich schon die Blockade, bevor sie entsteht, und in ihrer Folge die Angst und die Unsicherheit, die durch eine Blockade entstehen können. Und jetzt kommen wir nochmal zurück zum Gesetz der Anziehung. Wenn Ihre Gedanken positiv gestimmt sind und Sie lernen, sich glücklich zu fühlen, erfolgreich, frei, was auch immer Sie in diesem Moment gerade brauchen, dann werden Sie das auch ausstrahlen. Und dadurch können Sie vermehrt positive Dinge wahrnehmen und schlussendlich auch positive Ereignisse in Ihr Leben ziehen, wie zum Beispiel eben einen erstklassigen Vortrag abzuliefern. Das heißt, Sie richten Ihren Fokus neu aus. Das ist das Ziel, das wir erreichen möchten. So, also im Prinzip wären Sie jetzt schon sehr gut vorbereitet, um Stress und Ängste überwinden zu können oder mit ihnen umgehen zu können. Im nächsten Schritt möchte ich Ihnen jetzt eine wirklich sehr konkrete Handlungsabfolge beschreiben, die Sie vor stressigen Situationen anwenden können. Egal, ob es sich jetzt um eine Situation im Studentenleben handelt oder dann später in der Berufswelt. Ich möchte Ihnen eine besonders gute Methode zeigen, um sich vor Auftritten gegen dieses aufkommende Lampenfieber schützen zu können. Diese Methode nennt sich die Bravo-Methode. Bravo! Und die wird angewendet von allen großen Schauspielern, Rednern, Bühnenprofis, weil das einfach eine sehr gute und sehr logische Abfolge an einzelnen Handlungen darstellt. Das B steht für Bewegung. Vor dem Hörsaal 2 bis 3 Minuten auf- und abgehen oder vielleicht die Arme ausklopfen. Einfach kleine Lockerungsübungen. R steht für Ruhe. Danach zur Ruhe kommen und, wie bereits erwähnt, zum Beispiel Atemübungen absolvieren, tief durchatmen, auf die Körperhaltung nochmal achten. A steht für Affirmation, das heißt sich selbst gut zureden mit unseren spezifischen positiven Glaubenssätzen. Ich schaffe das, ich bin top vorbereitet, mein Vortrag wird super. V steht für Visualisierung. Wir schließen die Augen und stellen uns den Applaus der Kommilitonen oder das zufriedene Gesicht des Professors nach dem erfolgreichen Vortrag vor. O, Offensive. Jetzt sind Sie bereit, offensiv nach vorne zu treten, in der Gewissheit, großartig zu sein. Sie sind jetzt bereit, loszulegen. Ja, also trotz guter Vorbereitung kann es jetzt natürlich während eines Vortrages oder während der Prüfung zu Stolpersteinen kommen. Und es gibt fast nichts Schlimmeres für einen Redner, natürlich auch für uns Schauspieler, als ein Blackout mitten im Vortrag. Also gerade noch ist man mitten in der Geschichte, präsentiert die nächste Folie, doch auf einmal aus heiterem Himmel nichts. Sie öffnen den Mund, wollten doch gerade, was wollte ich jetzt eigentlich sagen, über was habe ich jetzt gerade noch mal gesprochen? Mir lag es doch eben noch auf der Zunge. Ja, Ihnen fällt einfach nicht mehr ein, was Sie sagen wollten. In Ihren Gedanken klafft ein großes, schwarzes Loch. Alles ist weg. Ein Blackout ist wie ein fehlendes Puzzleteil. Also gerade war das Bild noch vollständig und auf einmal fehlt ein Teil. Was können Sie jetzt in so einer wirklich unangenehmen Situation machen, um da schnellstmöglich wieder rauszukommen? Als erstes tief durchatmen. Atmung ist immer das erste Hilfsmittel. Legen Sie sich die Hand auf den Bauch. Atmen Sie bewusst auf diese Stelle, zählen Sie leise bis 3 und wiederholen Sie das Ganze nochmal.
Durch diese ruhige, tiefe Atmung suggerieren sie ihrem Körper, alles ist okay, alles ist in Ordnung. Du brauchst nicht direkt die Maschine anwerfen und Stresshormone und Kampffluchtmodus. Vergiss das, es ist alles in Ordnung. Ja, du bist an einem sicheren Ort. Und dadurch wird eben dieser Fluchtreflex und die Ausschüttung von Stresshormonen direkt unterdrückt. Und meist fällt einem dann eigentlich sofort wieder ein, was man sagen wollte. Nächstes Mittel ist, ein anderes Thema vorziehen. Im Prinzip kennt niemand Ihren Vortrag. Niemand kennt die exakte Reihenfolge. Das heißt, wenn Ihnen jetzt ein Teil entfallen ist, dann ziehen Sie doch ein anderes vor. Springen Sie einfach weiter im Vortrag. Wenn Ihnen dann später nochmal einfallen sollte, was Sie sagen wollten, können Sie das ja genauso sagen. Ach, übrigens, was ich jetzt vorhin vergessen habe zu erwähnen, ist Folgendes. Und dann bauen Sie es nochmal ein. Also in 99% der Fälle wird nicht auffallen, dass Sie etwas vergessen haben. Nächste Möglichkeit ist bei einem Blackout mit den Zehen wackeln. Klingt komisch, hilft aber tatsächlich super. Wenn Sie einen Blackout haben, wackeln Sie mit Ihren Zehen. Warum? Dadurch verlagern Sie den Fokus. Sie lenken den Fokus von, oh mein Gott, was wollte ich gerade sagen, auf, ich bewege jetzt meine Füße, bewege meine Zehen. Durch diesen geänderten Fokus vergisst das Gehirn die Nervosität, die gerade jetzt entstehen würde und in weiterer Folge eben Stresshormone. Und die Anspannung löst sich. Also dadurch fällt Ihnen dann auch meistens schon wieder spontan ein, was Sie sagen wollten. Zum Zehenwackeln gibt es übrigens noch Alternativen, die genauso gut helfen. Das wäre mit den Ohren wackeln. Versuchen Sie mit den Ohren zu wackeln. Versuchen Sie die Zunge im Mund umzudrehen. Und mein persönliches Highlight, das bei mir immer sehr gut funktioniert, spannen Sie doch im Rhythmus zu Highway to Hell die Pobacken an. Probieren Sie es aus beim nächsten Blackout. Vielleicht freuen Sie sich jetzt sogar auf eines, damit Sie diese Tipps ausprobieren können. Ja, der nächste Punkt, den Sie machen können, wenn Sie ein akutes Blackout haben, ist laut nachdenken und es zugeben. Wir müssen uns vor diesem Punkt erst einmal die Frage stellen, was passiert denn bei einem Blackout im Körper? Natürlich, Adrenalin schießt ein, ganz klar. Das Blut fließt schneller, uns wird heiß, wir werden rot im Gesicht, wir fangen an zu schwitzen. Und wenn einem das vor einem oder während eines Vortrages passiert, werden wir natürlich nervös. Das ist ja normal. Man versucht dann krampfhaft sich zu erinnern, was wollte ich denn eigentlich jetzt sagen? Und sie stehen da und denken nach. Und das ist der Fehler. Was passiert denn, wenn wir leise nachdenken? Noch mehr Adrenalin schießt ein. Da kommt ein kleines Männchen auf unsere Schulter und pustet uns ins Ohr. Was wolltest du jetzt eigentlich gerade nochmal sagen? Jetzt überleg doch mal, guck mal, die starren dich alle schon an. Der eine da fängt da bestimmt gleich an zu lachen und du sagst, ja, ich überlege doch schon. Dann überleg doch mal ein bisschen schneller. Ja, verdammt, mir fällt es aber gerade nicht ein. Und während du mit deinem Männchen diskutierst, kommst du nicht zum Nachdenken. Und um diese Blockade zu lösen, müssen wir die Flucht nach vorne antreten. Und sobald Sie anfangen, laut nachzudenken, also darüber zu sprechen, bringen Sie dieses kleine, fiese Männchen zum Schweigen. Also Sie können das auf zwei Arten machen. Sie können entweder zugeben, dass Sie ein Blackout haben, oder sich selbst gezielte Fragen stellen. Warum ist die Digitalisierung gerade im ländlichen Raum so enorm wichtig? Wieso sollten Unternehmer auf die Work-Life-Balance ihrer Angestellten Rücksicht nehmen? Weshalb fällt es vielen Arbeitnehmern so schwer, ihre Motivation hochzuhalten? Also stellen Sie sich selber die Frage, die Sie eigentlich gerade in Ihrem Vortrag beantworten wollten. Dadurch können Sie Ihre Denkblockade auflösen. Sie können aber, wie gesagt, noch die andere Variante wählen, nämlich indem Sie zugeben, was gerade passiert. Also
ganz simpel, ganz einfach, es tut mir total leid, ich habe gerade den Faden verloren. Mir lag es gerade eben noch auf der Zunge und ich kann mir jemand weiterhelfen, wovon habe ich gerade gesprochen? Denn diesen einen Punkt müssen Sie bitte verinnerlichen. Es passiert absolut nichts Schlimmes, wenn man mal den Faden verliert. Niemand wird Ihnen den Kopf abreißen. Es ist auch kein Zeichen mangelnder Kompetenz oder fehlenden Fachwissens, wenn man mal den Faden verliert. Und es ist immer besser, ehrlich mit so einer Situation umzugehen, als tatsächlich dazustehen, ruhig zu werden, in sich zu fallen und nicht mehr weiter zu wissen. Dann denkt ein Außenstehender, was ist denn jetzt los? Wenn Sie aber offen kommunizieren und mit der Situation offen umgehen, dann wird man Ihnen weiterhelfen und Sie werden sehen, also es wird bestimmt entweder der Professor, einer der Kommilitonen, wer auch immer, wird Ihnen zur Seite springen und sagen, du warst gerade beim Thema XY. Ja, also Sie sehen, es gibt tatsächlich eine Vielzahl an Möglichkeiten, um sich für die Bühne oder einen Vortrag fit zu machen. Sie alle greifen wie Zahnräder ineinander und unterstützen sich gegenseitig. Also wenn Sie diese Tools anwenden, dann haben Lampenfieber, Blackouts, Stress, Prüfungsängste eigentlich so gut wie keine Chance mehr. Sie müssen das nur regelmäßig üben. Ja? Also das ist, wie wenn Ihr Ziel wäre jetzt, Sie möchten Bauchmuskeln bekommen, schauen sich ein Tutorial bei YouTube an, machen dreimal Ihre Sit-Ups und lassen es dann dabei. Ja, dann werden Sie auch kein Sixpack bekommen. Und so ähnlich funktioniert das mit Bühnenpräsenz. Ja, oder mit Stimmtraining. Das sind alles Dinge, die Sie regelmäßig üben müssen. Genauso wie das Verlassen Ihrer Komfortzone. Und das gilt halt wirklich für Stimmen, Atemübungen, für Bühnenpräsenz. Das muss einfach regelmäßig geübt werden. Und je mehr Sie üben, desto sicherer werden Sie, auch von Mal zu Mal, von Auftritt zu Auftritt, von Präsentation zu Präsentation. Es gibt keinen Grund, nervös zu sein oder gar Angst zu haben. Ja? Sie wissen, was Sie können und Sie werden in Zukunft dieses Wissen auch abrufen können, und zwar angstfrei und stressfrei. Probieren Sie die Tipps und Übungen bitte aus. Haben Sie Spaß daran und ja, entdecken Sie die Freude, aus Ihrer eigenen Komfortzone rauszutreten. Ich wünsche Ihnen gutes Gelingen. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei der Umsetzung Ihrer Vorhaben und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Alles Liebe, vielen Dank.